So, machen wir es ganz schnell, kurz und schmerzlos. Ganz einfach. Kriegsgong. Was ist das denn für ein Item? Oder ist das eine Materie? Dann keine Ahnung, was das für ein Teil ist. Ja. Kaum sieht man vielleicht was Interessantes, kommen Gegner. Wie schon gesagt, will man keine Zufallskämpfe, wenn man gerade im Erkundungsstil ist und einfach vorankommen möchte, kommen die Viecher wie verrückt. Will man aber selber zum Leveln irgendeinen Kampf provozieren, dann kommen die natürlich nicht, nee. Dann haben wir Pause. Aber wir machen auch hier keine allzu großen Faxen, wir beenden das hier sehr schnell. Weil die fangen hier wieder an, ihre Versteinerungen zu spammen. Ich will dieses Gebiet mir nochmal genauer ansehen, bevor die Episode um ist. So. Okay, ich glaube, den Trip hätte ich mir auch sparen können. Gucken wir noch da unten. Ey, da ist doch was. Ja, toll. Ich will gerade aussteigen. Und Gegner unten, fetter Lag. Keine Ahnung, wieso der Lag jetzt kommt. Auf jeden Fall. Wir beenden das Ganze wieder schnell. Ich hasse den Steinblick. Daneben. Klaus sauber, bevor der Stein auf dich wirft. Nein, bitte, der erste ist tot. Ja, und dann wollen wir noch nicht abkratzen. Verdammt. Okay, jetzt hängt alles an dir, Barrett. Und tot.
Hä? Ich hab doch keine EP bekommen, willst du mich hier... Habe ich gespeichert? Glaub nicht. Ist da jemand? Oh ja, die Turks. Welche gefällt dir? Warum denn so verlegen? Los, welche gefällt dir? Tiefer. Die ist okay. Aber Elena. Sie, du. Nein, sie mag Zeng. Ich hatte ja keine Ahnung, aber Zeng mag die vom alten Volk. Okay. Wir sprechen also... Worüber reden sie? Die besprechen gerade, wen sie mögen von euch. Total affig. Sie sprechen dauernd darüber, wen sie mögen und wen nicht, aber Zeng ist anders. Ah, oh nein. Oh, die... Oh, wei, wei. Sie sind hier. Sie sind wirklich hier. Dann ist es soweit. Root, mach es ihnen nicht leicht, auch wenn es Mädchen sind. Keine Angst, ich mach das schon. Wir verlassen uns auf dich. Ich berichte Zeng. Over, jetzt dürfen wir uns mit den beiden kloppen. Es ist eine Weile her. Jetzt müsst ihr dafür bezahlen, was ihr in Sektor 7 getan habt. Aus dem Weg! Ich lass mich nicht ganz zum Narren halten. So weit gehst du. Yep. Rematch mit den Turks. Ich freue mich. Ja, ich denke, wir lassen mal unsere Beschwörungen los, oder? Wirklich, ja super, was das für Faden macht. Ach warte, Feintechnik, ich habe doch so einen fetten Mega-Zauber hier in der Packung. Ja gut, erstmal Barrett. Leider kann ich nur einmal benutzen. Na gut, dann habe ich noch Matra. Das haut auch ordentlich rein eigentlich. Bam. Oh oh, Barrett, Heilung. Red Limit Pet, jetzt geht's ab. Gleich kommen alle Limits hier. Oh, ich greife mal Root an, der zieht sich das so schön in der Ecke. Das sollst du nicht. Nö, nö. Schön vergiften. Oh, der kann Heilung. Deswegen. Okay, du bist mein allerliebstes Opfer, Root. Jetzt habe ich auch schön hier Blitz 2, damit ihr alle was aufs Maul bekommt. Und Barrett hat sein Limit bereit. Oh yes. Komm zum Cloud, greif doch einmal Cloud an. Okay, ich gebe mal Cloud besser einen Heiltrank. Haut er ab oder was? Anscheinend. Ey, die hauen alle ab, die feigen Penner, ey. Zieht euch das mal bitte rein. Hau ich etwa ab, wenn einer meiner Kumpels umfällt? Nö, ich kämpfe bis zum bitteren Ende. Und die Turks, die hauen lieber ab, ja. Geil, Zauber ist alle, Zauber ist Materie ist plus 1. Ein X-Trank. Was macht bitte ein X-Trank?
Interessant. Sie haben tatsächlich auf uns gewartet. Sie sind uns gefolgt. Aber das merkt man doch. Das bedeutet... Etwa ein Spion? Nein, niemals. Ich will nicht mal daran denken. Ich vertraue allen. Ja, ich weiß nicht gerade, wo ich bin, und der Dreck attackiert.